Mitten in der Innenstadt von St. Pölten feierte ein ganz besonderer Laden seine Neueröffnung. Mit dem Verein Menschen in Not Engel helfen hat Sabine Häupl mit Hilfe ihrer freiwilligen Helfer ihr Herzensprojekt von der Promenade in die Schreinergasse verlegt. Das gut sortierte Geschäft glänzt unter anderem durch seine liebevoll präsentierten Waren und die Herzlichkeit der freiwilligen Helfer, welche diese verkaufen. Wir haben hier ganz, ganz viele Sachen, die gespendet worden sind. Jeder Einkauf unterstützt. Das heißt, das Geld wird dafür verwendet, Menschen zu helfen. Ob jetzt bei Kautionen, bei Miete, bei Lebensmitteln, bei Medikamente, bei Schulsachen, auch bei Kleidung, je nachdem, was gebraucht wird. Also der Erlös wird bis auf Miete und Betriebskosten für Menschen in Not in ganz Österreich verwendet. Mit einem Einkauf kann man nicht nur hochwertiges preiswert erwerben, man leistet im gleichen Zug einen wichtigen Beitrag für Menschen in Not. Viele Menschen können sich das absolut nicht mehr leisten. Und deswegen ist dieses Angebot so groß bei uns, dass sie da günstig einkaufen können, aber wiederum mit dem Sinn dahinter zu helfen. Und weil Gutes wiederum Gutes anzieht, hat sich auch die Tierrettung Moostpfotenhilfe bei der Eröffnung engagiert. Also wir haben von ihrer Eröffnung erfahren und haben kurzerhand beschlossen, dass wir sie mit dem Verein unterstützen. Gratis, kostenlos, eben als Magnet, natürlich auch als Eigenwerbung. Aber wir finden den so super, den Verein, was eben Sabine auch feststellt, dass man das einfach unterstützen muss. Ob man nun an Engel glaubt oder nicht, die Menschen, denen Sabine und ihr Team helfen, haben da ihre eigenen Meinungen. Den Kindern ist immer wichtig, dass sie was malen, dass sie was basteln. Und da kommen immer irrsinnig tolle Zeichnungen mit Engel oder Engelsflügel und so. Und das berührt einen schon sehr, denn sie nennen einen tatsächlich so. Also es ist wirklich so, dass sie sagen, ich habe zum lieben Gott gebetet und es ist wirklich ein Engel gekommen. Also das sind dann wirklich Situationen, die einen sehr berühren. Ja. Und dann gibt es diese Momente der Dankbarkeit und Anerkennung, welche die Arbeit bestätigen und Kraft geben, weiterzumachen. Helfen kann übrigens jeder, der über mehr verfügt, als er benötigt. Egal ob mit Geld oder Sachspenden, mit einwandfreier Kleidung oder Dingen des täglichen Bedarfs. Und so ermöglicht es Sabine und ihr freiwilliges Team, dass sich jeder einmal im Leben wie ein Engel fühlen kann.